Der japanische Fußballstar Masato Kudo ist im Alter von 32 Jahren verstorben. Kudo verstarb infolge einer Hirnerkrankung namens Hydrocephalus. Die Krankheit, die auch unter dem Begriff Wasserkopf bekannt ist, sorgt dafür, dass sich Teile des Hirns mit Flüssigkeit füllen, was einen Druckanstieg im Schädel zur Folge hat. Wie die Bild berichtet, gab Kudos Verein Tegewa Yaromiu Azaki seinen Tod am Freitag bekannt. Als ein Arzt seine Hydrocephalus-Erkrankung feststellte, wurde Kudo in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach einer Operation verbesserte sich sein Zustand vorerst. Allerdings verschlechterte sich sein Zustand erneut. Am 17. Oktober kam der Fußballer auf die Intensivstation, sein Zustand verbesserte sich nicht mehr. Sowohl sein aktueller Club als auch seine ehemaligen Vereine reagierten bestürzt auf die Todesnachricht. Kudo ist ein sehr erfolgreicher Spieler. Trotzdem war er nicht arrogant und hatte eine großartige Einstellung. Er war die Verkörperung des Vereinsmottos Aufrichtigkeit.